Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Wir sind immer noch dabei, die Produktion für die Forschungstrinke für Extras, Zubehör, für die Wissenschaftspakete für Zubehör herzustellen, von denen ich nochmal welche machen kann. Einfach um das Ganze zu beschleunigen. Das hier brauchen wir nicht. Und ja, in der letzten Folge haben wir hier unsere Raffinerie erweitert. Das hier kann ich damit entfernen. Und wir wollten ja hier oben den Zug programmieren. Erstmal bekommt der noch einen Anhänger. Fährt zur Tankstelle, fährt hier hin, holt grüne Schaltkreise und holt Motoren. Überall in Aktivität. Brennstoff kriegt er 3 Stapel Holz. Und dann kannst du eigentlich auch schon abfahren. Oder warte, noch nicht. Du kommst bitte noch einmal zurück. Immer wieder. Manuell, damit hier auch ja nichts passiert. So, wir haben 50 Motoren und 200 Schaltkreise. Ein Elektromotor. Ah, okay, da können wir theoretisch 100 Motoren mitbringen. Das heißt, du bekommst hier hinten 2 Slots für Motoren. Was aber eigentlich scheißegal ist. Oh, jetzt darfst du fahren. Ja, das hätte hier eh nicht funktioniert. So. Jetzt würde es funktionieren. Gleiches können wir hier drüben auch noch machen. Wir brauchen mehr Schaltkreise, dafür brauchen wir hier unten mehr Eisen. Holen wir mal 2 Stapel mehr Eisen. Zumindest hoffe ich, dass das reicht. Treibstoff haben wir auch immer noch genug. Damit sollten jetzt zumindest hier nur noch die blauen Schaltkreise ein bisschen am Hinterherhängen sein. Zumindest bis die nächste Eisenlieferung kommt. Hoffe ich zumindest. Logistiksystem hat 6%. Sieht doch schon ganz gut aus. Irgendwas anderes, was wir vorher erforschen können. Einfach nur, um es schon mal zu machen.
Das geht dann schon hier im Sekundentakt hoch. Ah, da kommen die Schaltkreise. Und ein paar Motoren sind auch dabei. Das heißt, der hier wird gleich anfangen zu produzieren. Hoffentlich. Genau. So wie es sein soll. Schmiermittel haben wir gar nicht so viel. Naja. So, damit hätten wir das abgeschlossen. Minen benutze ich eigentlich nicht. Also weiter hiermit. So. Ne, hier vorne liegt schon einer. Und du brauchst immer noch deine grünen Schaltkreise hier. Könnte ich eigentlich welche hier von abzwacken. Zumindest sollte jetzt hier. Genau, die werden hier jetzt mit rübergelegt, weil wir davon eh sehr viele produzieren. Ja, ich glaube, da kann ich auch einen schnellen nehmen. Was sagt eigentlich unsere Stromauslastung? Wir sind bei 8 Megawatt von 30. Die ist eigentlich nur 30. Waren wir nicht bei 75? Waren wir nicht bei 75 Megawatt? Ich dachte schon. Megawatt. Da müsste ich jetzt in der, früheren Folge mal nachschauen, ob die nicht mal mehr hatten. Ich dachte, wir wären bei 75 Megawatt gewesen. Die 900 hier weiß ich noch, die stimmen. Aber ich weiß nicht, ob sie die Dampfturbinen runtergesetzt haben. Aber sie machen immer noch mehr als die normalen Dampfturbinen. Die machen 900 und die 5,8. Also ist es wesentlich besser. Oh, da sind schon wieder welche. Jetzt läuft sie auch ordentlich. Das heißt, wir kriegen jetzt auch mehr von den Gelben ran und forschen somit schneller im Logistiksystem. Halt, Haltestelle ist ja hier, wo abgeholt wird. Dann fahren wir hier mal kurz mit. Welche Haltestelle ist denn das jetzt hier? Ja, Materialgelb. Fahren wir doch mal dort hoch.
Sieht doch schon gut aus. Batterien und Elektromotoren. Also eigentlich stapelt sich alles bis auf die blauen Schaltkreise. Die hängen halt hinterher, wodurch es hier natürlich auch hinterher hängt. Nein, so viele wollte ich nicht. Ich brauche heute mal gleich zwei. Verschieben von Stapeln. Also, One Stack. Also ein Stapel. Shift klicken. Das gesamte Steuerung klicken. Und Steuerung, also einmal alles ist Steuerung, leeres Feld. Also könnte ich jetzt hier mit Steuerung alle Batterien, mit Steuerung leeres Feld verschiebe ich alles, was geht. Hier ist auch bald fertig. Man bekommt halt immer pro volle Leistung hier halt die 10%, die wir jetzt hier insgesamt machen. Weil das sind ja 100, davon kriegen wir 10. Kann man auch so rechnen. Und der holt jetzt hier ab. Also rot und grün ist voll. Naja. So, und hier sehen wir gleich... Jetzt kommen hier gleich 6 Stück rein. Oh, der ist bei 99 hängen geblieben. Okay, mit dem nächsten kleinen Prozentsatz kriegen wir es dann. Problem ist, dafür müssten hier halt jetzt 2 Prozessoreinheiten ankommen. Oder ich nehme einfach hier die, die ich noch auf Lager habe. Und jetzt sehen wir, jetzt sind 6, weil... Das letzte kleine Mikroprozentchen sich jetzt erst dazu entschieden hat, hier mit aufzutauchen. Dafür brauchen wir halt jetzt wieder die Prozesseinheiten. Hier haben wir mittlerweile 7000, fast 8000 Kohle drin. So wie sich das gehört. Rein theoretisch könnte ich eine logistische Schaltung machen, sobald hier hinten rot an der Stelle hier liegen bleibt. Also muss man halt schauen, da liegen jetzt 4 rote Forschungsteile drauf. Sobald das ist, könnte ich halt hier jetzt ein Kabel spannen quer durch die gesamte Anlage. Und hier einen Stromschalter machen. Sobald halt dort hinten 4 von den roten auf einem Band liegen, geht das Ding hier aus. Ist möglich, macht aber meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn, weil die jetzt halt auch einfach stehen und ihren Minimalverbrauch haben von ihren 77 kW. Ne, 2,5 kW sogar nur. Ist halt sehr wenig. So, die Schmelze arbeitet. Können wir uns hier nochmal Stahl abholen? Immer noch 12. Naja, und hier könnte ich die auch einbauen. Dauert zwar dann länger, aber dafür kriegen wir ab und zu mal ein bisschen Bonus raus. Macht aber meiner Meinung nach auch hier nicht wirklich Sinn. Haben wir das auch eingesammelt? Kann ich hier unten das abreißen? Komm, wird fertig. Und sobald das Ding fertig ist, haben wir hier dann auch wieder
schön unsere Dings oder Warenhaus. Ich will mal Lagerhalle sagen. Lagert viele Items. Hier, ist ja auch eine Lagerhalle. So. Und sobald der Zug hier weg ist, lagert er hier halt wieder ein. Dauert halt jetzt nur ein bisschen. Die Kiste hat schon 880 Stück. Klingt auf jeden Fall cool. Das dauert so lange. Stimmt, hier könnte man die auch einbauen. Dauert dann zwar, klar, länger. Nein. Aber wir haben eine höhere Chance, was rauszubekommen. Ich könnte die ganzen Teile natürlich auch beschleunigen. Oh, wir sind bei 11%, sehe ich gerade. Es geht voran. Wir scheinen die Knappheit hier unten behoben zu haben. Hier stapeln sich die Grünen, die hier oben regelmäßig ankommen. Motoren nicht. Aber davon brauchen wir auch nicht allzu viele. Wir brauchen ja nur einen Motor auf zwei verbesserte auf die Prozessoreinheiten. Hier unten können wir dann eigentlich auch sagen, das hier kommt weg. Brauchen wir ja nicht mehr. Die grünen Schaltkreise lassen wir ja jetzt von oben mit dran bringen. Ja, da kommen sie gerade. Leider nur keine Motoren. Das ist nicht ganz so gut, aber okay. Da fliegen meine Roboter los und werden hier alles abholen. Woran hängt es denn bei den Motoren? Stimmt, die werden ja doppelt gebraucht. Die brauchen wir ja auch hier für Blau. Ja, aber so ist es in Factorio. Da wird eben das benutzt, was gerade gebraucht wird. Schmeiße ich hier einfach mal die Motoren, die ich noch dabei habe, mit rein. Und wir kommen immer noch mit der einen Wasserpumpe hier aus. Für das alles hier unten. Ist schon krass, was eine so eine Wasserpumpe fördert. Wir brauchen halt nicht viel. 1200 Liter pro Sekunde. So weit werde ich nie kommen. Also wir werden die Welt hier natürlich ewig weiterführen. Aber da hätte ich dann lieber was anderes, und zwar mit einem Modpack. Angels Refining. Da gibt es dann kein Eisen oder kein Kupfer mehr. Da gibt es dann Givolit, Styratit und so weiter. Da ist dann alles ein wenig anders. Hier oben ist wahrscheinlich alles voll. Das nicht, aber das hier ist voll.
Könnte ich eigentlich wieder was abholen. Was ich nochmal machen möchte, ist jetzt mich um die Kohle kümmern. Aber das mache ich in der nächsten Folge. Die hier ist nämlich leider schon wieder vorbei. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss!